Prøv med at lave. Ja, bare lige fede. Jeg må øl. Das ruschiere ich raus. Wo rein? Er hat's dann gemacht, nicht alles Gute, du hast jetzt viele Freunde und auch viele Gäste. Gesagt hat. Das Rote Kreuz hat mir schon gesagt, die sind mittlerweile schon weg. Bedanken möchten wir uns beim THW, die uns unterstützt haben. Bei der Stadt Leer, beim Ruderverein und auch beim Ruderclub hier aus Leer und bei den diversen Teams, die hier beim Aufbau mitgeholfen haben und hoffentlich auch beim Abbau noch dabei sind. Ja, ich möchte das Mikrofon noch einmal übergeben. Herr Hauschild, der erste Stadtrat der Stadt Leer, ist hier und wird die Preise mit übergeben. Und ich übergebe nochmal das Mikro. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Das ist eine ganz tolle Aussicht von hier oben. Sie gucken jetzt hier alle hier rüber, aber die Kulisse ist also wunderbar und beeindruckend. Und das den ganzen Tag schon. Das Drachenbootrennen ist dann schon seit 9 Jahren ein wesentlicher oder ein wichtiger Bestandteil von Leer Maritim. Und wir haben es dieses Jahr wieder einmal geschafft, dass das Wetter gehalten hat, obwohl die Aussagen und Durchsagen ja durchaus schlechter waren. Ich hoffe, allen hat es Spaß gemacht, aber ich glaube, wenn ich so in die Gesichter gucke, dass diese Hoffnung, die ist auch durchaus erfüllt. Zum Platz Nummer 4, Finalzeit 70,1, die Fähnchen Dürgens. Show-Party, 11. August in Wiener, 24 Stunden Drachenboot-Party. Jürgen, schnell Bier weg. Jürgen, was ist mit dir denn jetzt wieder? Was hat er denn? Hier kann man noch nichts wegmachen. Jetzt kommt. Enttäuschung oder Sieg? So kommen wir zum ersten und zweiten Platz. Die trennen sich genau um 800stel. Ja, ganz knapp. Platz 2, Finalzeit 66,19. Geht nach Basel. Teamkapitän Dieter, bitte nach oben. Becker!
Trommlerinnen kommen. Unsere neuen Trommlerinnen kommen. Maike und Michelle. 66. Maike. Maike und Michelle. 66. Jetzt will ich allein hören gleich. Jürgen, allein gleich nochmal. Ne? Dieter veranstaltet unter anderem am 3. Oktober dieses Langstreckenrennen über 10 Kilometer mit Strömung, ist also halb so schlimm. Wer daran teilnehmen wollt, wendet euch an Dieter. Auch einzelne Personen oder kleine Gruppen, die werden dann zu kompletten Mannschaften zusammengefasst. Dann. Also wer da mitmachen möchte, sollte sich bei Dieter melden. Dieter hat gesagt, er bleibt noch bis 9:30 hier und nimmt Anmeldungen entgegen. So, Leute, liebe Paddler, der Gewinner des Tages, der Sieger des Kiwis Cup, Platz Nummer 1 mit einer Finalzeit. 66,11 Sekunden und geht an die Stelle der Post. Und den Pokal übernehmen Maike und Michelle, die Trommlerin der Stedebeckers. Es gibt einen großen Pokal, eine Urkunde zur Erinnerung.